In der heutigen Folge von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes kämpfen wir uns weiter durch auf der hellen Seite, nämlich es steht an 4 hart steht an. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes Let's Play Phase 2. Heute machen wir weiter mit den Kämpfen auf der hellen Seite und natürlich das Grundlagentraining-Event mit dem Imperium. Das steht natürlich auch an und das möchte ich auch so schnell wie möglich abschließen, weil ich die Splitter haben möchte. Es gibt viele von diesen Splittern und die will ich halt nun mal haben. Gut, legen wir los. Wir haben natürlich ein Team, was man nicht benutzen soll. Aber das ist schon okay so. Für das Grundlagen ist für die Splitter, muss man halt ein paar Sachen akzeptieren. Also, wir machen natürlich jetzt hier Schaden auf alle. Als erstes fracturen wir den guten Ben. Der soll weg. Dann tanken wir hier. Schwertchen gegen den Anhan. Jetzt Schaden auf alle. Und gleichzeitig werden sie alle betäubt. Sehr schön. Jetzt nochmal Schaden auf alle. Und sie hat, und Lea hat Fähigkeitenblockade. Das heißt, sie kann sich noch nicht mal unsichtbar machen. Okay, und jetzt können wir sie eine nach der anderen schön brav erledigen. Jetzt kommt Commander Luke. Jetzt kriegt der sein Fett weg. Oh, den Blitz hat er widerstanden. Ja, sie kann sich nicht unsichtbar machen. Genau. Und da können wir sie jetzt erledigen als nächstes. Er hat ja auch Fähigkeitenblockade gehabt, deswegen nützt ihm die ganze Tarnung auch nichts. Jetzt wechseln wir die Zugleiste natürlich wieder mit Palpatine. Der kriegt einen schönen Blitz. Und jetzt erledigen wir R2-D2. Jetzt tun wir schön brav wieder tanken. Und das war's dann. Jetzt hat er nochmal einen Blitz bekommen. Der kann sich schon gar nicht mehr wehren. Und das sollte es jetzt gewesen sein. Splitter. Super klasse. Und wir können ihn gleich befördern auf den, und ihm den nächsten Stern verpassen. Echt genial. Das ist genau der Charakter, den ich am liebsten für das haben möchte. Und diesem Event. Und jetzt befördern wir ihn gleich. So, jetzt muss ich wieder... da muss ich jetzt Level 39 sein, damit ich hier weitermachen kann. Bevor wir jetzt ein weiteres Level erreichen, werde ich natürlich mich jetzt auf die 20.000 Credits einsetzen, um ihm den dritten Stern zu verpassen. Perfekt. Dann kriegt er gleich noch die Ausrüstung. Für ihn ist es definitiv auch nicht verschwendet, weil sein Schiff ist absolut genial. Und er selber als Charakter ist definitiv auch nicht so verkehrt. So, jetzt geben wir uns als erstes ein neues Level. Das erreichen wir unter Garantie. Nämlich jetzt haben wir 38. Galaktischer Krieg wird freigeschaltet in 2 Runden. Jetzt können wir die auch noch erledigen, alle. Nehmen wir alles mit. Superklasse, jetzt fehlen nur 600 und dann sind wir Level 39. Das dürften wir morgen dann auch erledigt haben. Wir haben noch einen weiteren Erfolg. Kriegen wir noch 2 weitere Splitter. Jetzt haben wir schon 41. Dann haben wir endlich auch den guten Vader. Da können wir jetzt gratis. Jetzt das machen wir auch gleich noch schnell. Machen wir auch im Schnelldurchgang. Mal sehen, ob was Interessantes rüberkommt. Aber so wie es halt meistens ist, einen Splitter. Okay, den kann man lassen. 80 wäre mir lieber.
aber der eine ist vollkommen in Ordnung. So, bevor wir jetzt noch weitermachen, werde ich jetzt erstmal die Charaktere noch auf Level 38 hochschrubben. Den kann ich natürlich nicht, den kann ich auch nicht, die drei habe ich ja noch nicht. So. Sobald ich an den geonosianischen Soldaten auf 4 Sterne habe, werde ich mich dann auch dran machen, dass ich mir den Kylo Ren unmaskiert in der Kantina hole. Damit ich ihn auch so schnell wie möglich in der Arena einsetzen kann. Sein Schiff und er selber ist es definitiv wert, dass er gefarmt wird. Und das Schöne ist, man kann ihn relativ schnell farmen. Ich habe ja vorhin in der vorletzte Folge habe ich euch ja das Trupp-Arena-Team gezeigt. Also gesagt, was ich da für den Anfang haben möchte. Ich sage es ganz bewusst für den Anfang. Und sollte vielleicht sogar auch in der Lage sein, das Phoenix-Team, was jetzt dann demnächst kommen wird bei den meisten. Ich sehe hier jetzt schon in der Trupp-Arena, dass das Phoenix-Team eigentlich auch besiegen sollte. Vor allem, wenn Newt Gundry dabei ist. Weil da habe ich dann insgesamt 3 Separatisten dabei und da ist Newt Gundry definitiv auch eine hervorragende Wahl. Wahrscheinlich ist er auch muss ich schauen, wer der beste Anführer für dieses Team dann ist. So, jetzt sind sie alle auf Level 38. Noch kann ich mir das erlauben. Bald wird es soweit sein, dass ich es mir nicht mehr erlauben kann. Aktuell habe ich noch genug Kohle. Wie viel habe ich jetzt noch? Habe ich gar nicht nachgeschaut. 1,22 Millionen. Das ist in Ordnung. Damit kann ich wirklich noch leben. Hier können wir uns noch ein Teil holen. Das ist in Ordnung. Dann haben wir die komplette Herausforderung für den Tag dann auch abgeschlossen. Also, Kämpfe der hellen Seite auf Hart 4 warten. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Kämpfe. Los geht's. Wen nehmen wir mit? Oh, den guten Wedge. Wir haben natürlich jetzt wieder dieses Team hier. Und einen weiteren Rebellen auch mit dabei. So. Also, wir haben natürlich jetzt die Schwestern der Nacht. Wir machen uns unsichtbar. Und jetzt die Fähigkeiten vom Wedge. Basis. Fokussiertes Feuer. Fügt dem anvisierten Gegner physischen Schaden zu und senkt bis zum Ende von Wedges nächster Runde den Verteidigungswert. Ziele, deren Verteidigungswert bereits gesenkt ist, erleiden durch diesen Angriff 25% mehr Schaden. Also wenn der jetzt da würde der nochmal 25 Schaden drauflegen. Interessant ist aber der hier. Fügt allen Gegnern physischen Schaden zu, imperiale Gegner und Gegner mit 50% oder mehr Gesundheit erleiden durch diesen Angriff 25% mehr Schaden. Und seine Anführerfähigkeit. Verbündete Rebellen erhalten im Fall eines kritischen Treffers 10% Angriff, regenerieren 10% ihre Maximalgesundheit und 10% Zugleiste. Außerdem regenerieren sie 20% ihre Maximalgesundheit, wenn sie einen Gegner besiegen. Und zum Schluss Rot 1. Wedge erhält 8% Angriff plus 3% Tempo für jeden Verbündeten mit voller Gesundheit sowie 9 Tempo für jeden Verbündeten und nicht voller Gesundheit einschließlich besiegter Verbündeter. Ist Bix anwesend, erhält er diese Boni ebenfalls. Also, Schaden auf alle. Eine hat sich unsichtbar gemacht. Es nützt ihr aber nichts. So, und los geht's. Jetzt haben wir Verteidigungswert gesenkt. Jetzt hätte ich einen anderen angreifen sollen.
dann hättet ihr gesehen, wie Wretch gleich nochmal einen zusätzlichen Schaden macht. Ja, jetzt muss ich den angreifen. Ich habe gar keine Wahl. Halt, erledigen wir den als erstes. So, das war's. So, wieder Schwestern der Nacht mit Talia als Anführerin. Wir machen uns weiterhin unsichtbar. Jetzt nochmal Schaden auf alle. Den ersten. Jetzt ist der noch ausgewichen. Dann den zweiten. Nummer 3. Und Nummer 4. Okay. Jetzt muss ich Talia angreifen, weil ja da ist ja jemand nicht sichtbar. Aber ist ja trotzdem kein großes Problem. Kann durch Schaden machen, das stört nicht. Perfekt. So, nachdem die Ausrüstung ja sowieso jetzt inzwischen recht ordentlich ist, können wir natürlich auch Schaden, relativ etwas größeren Schaden verursachen. Wir haben zwei Splitter für Tebo erhalten und ein bisschen Ausrüstung. Sehr gut, können wir gleich weitermachen. Und der kriegt natürlich selbstverständlich eine Verbündetenanfrage. So, nächstes. Wir haben wieder die Schwester der Nacht auf Level 30. Wir nehmen ein Kit Fisto wieder mit. Den haben wir ja schon mal dabei gehabt. Na, was ist jetzt? Okay. Dann wieder unsichtbar. Die haben natürlich jetzt alle erhöhte Trefferchance. Aber das werden wir trotzdem. Jetzt kriegen sie gleich alle. Nicht viel Schaden haben wir jetzt verursacht. Ja, das langt dann schon. Okay. 640, 1000. 681, 764 und 477. Ist in Ordnung, alles. Können wir alles, nehmen wir alles mit. So. Wir müssen uns nicht heilen. Gegner Nummer 1 ist erledigt. Der hat sich nicht unsichtbar gemacht. Das ist sehr schön. Können wir gleich als nächstes dann anvisieren. So, Nummer 2. Halt, den anvisieren wir an, der geht schneller down. Oh, Fähigkeitenblockade. Tanken wird gerade nichts bringen. Aber das bringt ja sowieso nichts. Ja, jetzt hat er schon ein bisschen mehr Schaden bekommen und Schaden über Zeit. Glücklicherweise endet es jetzt halt in der nächsten Phase, es wird nicht mitgenommen. Jetzt muss ich in diesem Fall auch den... Ah, jetzt wollte ich mich unsichtbar machen, da war ich wieder rutscht. Schaden auf alle. Das tanken wir, nur für alle Fälle. Damit der ganze Schaden auf Chewbacca geht. Jetzt haben wir sie betäubt. Super, klasse. Jetzt heilen wir uns. Jetzt haben wir zweimal Schaden über Zeit. Jetzt mache ich mich unsichtbar. Heilen wir uns. Und das war's. Wir greifen als erstes die Akolytin an. Dann die eingeweihte Schwester der Nacht. Dann die zweite. Genau. Okay, und jetzt auf Talia. Okay. So, das war's. Ein Lobot braucht man nicht. Der wird definitiv nicht gefarmt. Ist es nicht wert, dass man ihn auch nur einen Credit investiert? Ein Charakter, den man einfach nicht braucht. Ist leider so. Oh.
Das war gerade meine Katze. Die scharwenzelt gerade wieder über meine Beine rum und hat gerade meine Füße gekrallert. Sie will wieder mal ein bisschen Aufmerksamkeit. Naja. So, machen wir weiter. Gea Luciana mit Druiden. Und wir können bekommen... So... Den guten General Vias. Wen nehmen wir jetzt? Mit Lumina. Und? Ah, nehmen wir Luminara mit. Komm. Sagen wir nun mal nicht so. Weiterer Heiler ist nie verkehrt. Also, jetzt müssen wir natürlich uns unsichtbar machen. Okay. Jetzt greifen wir die Spione als erstes an. Der erste ist erledigt. Und jetzt der zweite. Jetzt komm. Sollst ihn erledigen. Nichts anderes wird von dir erwartet. So, jetzt kommen die paar Sicherheitsdruiden. Der eine hat Schaden über Zeit. Ja. Aber ich muss den mehrfach angreifen. So, jetzt könnte ich eigentlich weitergehen, aber... Mach mal einen Platz. Okay, jetzt haben wir wieder ein paar Spione vor uns. Die müssen natürlich als erstes dran glauben. So. Jetzt kommt der zweite. Jawohl. Und jetzt haben wir ein paar Druiden. Na komm. Okay, das war's. Phase 3 kommt jetzt. Jetzt haben wir einen Poggle. Aber keine Druiden, keine Geonosianer zusätzlich. Das ist in Ordnung. Jetzt können wir die ganzen B1 als erstes erledigen. Wir heilen uns nur ganz kurz. Jetzt tun wir tanken, nur für alle Fälle. Dann können die nämlich... Soll die nämlich in Ruhe meinen Chewbacca angreifen, während ich sie eine nach den anderen hinten erledige. Den Schaden kann der Chewbacca wunderbar verkraften und ich habe zur Not immer noch einen weiteren Heiler auf Reserve. Ja. Okay, jetzt machen wir uns wieder unsichtbar. Bisschen heilen zusätzlich und jetzt kriegt Poggle seinen Anteil an dem ganzen Schaden ab. Ja, geh ruhig auf Luminara. Das spielt überhaupt keine Rolle. So, das war's. Wieder 3 Sterne. Okay, einen Splitter haben wir bekommen. Wer braucht das? Die 2. Druiden und Geonosianer. 3 Kämpfe noch. Los geht's. Na, vielleicht machen wir im letzten Kampf mal das sehr, sehr schnell, indem ich dann Jedi-Ritter Revan mitnehme. Der Kampf geht ganz schnell. Der wird ganz schnell erledigt sein. So. Also. Wen nehmen wir mit? Ah, genau. Nehmen wir Qui-Gon Jinn. Nehmen wir Qui-Gon Jinn mit. Nehmen wir den guten Qui-Gon Jinn mit. Also, wir haben Geonosianer. Die erledigen wir natürlich als erstes. Ja. So. Jawohl. Genau, und jetzt haben wir nur noch ein paar B1-Druiden. Aber man merkt schon, der Schaden ist schon etwas höher. Wir sollten uns ein bisschen heilen. Ansonsten kriegt mein Hahn, der kriegt jetzt gerade den ganzen Schaden ab. Das gefällt mir jetzt gerade überhaupt nicht, dass der den ganzen Schaden abkriegt. Was sagst du dazu, Lissi, hä? Ah.
Lizzie heißt übrigens meine Katze. Die wollte jetzt unbedingt auf meinen Schoß. So. Ey, jetzt krieg. Jetzt muss ich mal. Diese ganzen Bonusangriffe sind nicht sehr förderlich für die Gesundheit vom Sturmtruppenhahn. So, der erste ist jetzt schon mal erledigt von diesen verdammten Druiden. Jetzt kriegt er nochmal Schaden. Das ist nicht nett. Lasst das. Aber es bringt mir nichts, wenn ich jetzt tanke. Das mache ich in der nächsten Runde, genau. Was sagst du, Lizzie? Soll ich das machen? Wäre bestimmt nicht verkehrt. Ja. Okay. Wir haben einen Spion, den müssen wir gleich als erstes, und das ist glücklicherweise nicht der Boss. Jetzt tanken wir gleich. Wir müssen nur eine Runde überstehen. Jetzt haben wir noch einen, der Schaden verursacht. Den, wenn wir den jetzt gleich erledigen, das ist gut. Das ist gut. Jetzt sollten wir das Ganze auch gut überleben. Halt, es geht nicht auf den. Wir heilen uns. Oh, ho, 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 ho. Ey, 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 jetzt wird es langsam nervig. Jetzt gleich heilen. Boah, das ist schon heftig, was da jetzt ist. Hoho, so schnell bin ich da gar nicht gewöhnt. Anscheinend haben die bei dem Spiel jetzt ein kleines Rework da bekommen. Ich kenne sie nur, dass sie sehr langsam sind, aber offensichtlich haben sie das jetzt wieder geändert. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die waren ja immer als eine der agilsten Druiden-Einheiten. Und das merkt man jetzt ganz deutlich. Und der hält jetzt ganz was auf, diese Magna-Wache. Ausgewichen, Ando. Wen rufst du? Ja. Jetzt müssen wir uns wieder unsichtbar machen. Das tanken wir, nur für alle Fälle. Aber das schaffen wir ja trotzdem. Aber es war in diesem Fall jetzt schon etwas knäpplicher. Okay. Wahrscheinlich wird es in der nächsten Runde genauso knapp werden. Wenn nicht sogar noch knäpplicher. Ich weiß, das Wort knäpplicher gibt es nicht. Jetzt aber Poggle der Geringere kriegen wir. 4E und wir haben natürlich Druiden, aber auch Schurken. Okay. Wen nehmen wir mit? Wer ist... Jetzt sollte ich mal auch auf die Anführerfähigkeiten haben. Nee, das sind keine vernünftigen. Nehmen wir das. Das ist noch einigermaßen eine vernünftige Anführerfähigkeit. Okay. Wir machen uns unsichtbar. Schaden auf alle. Ich muss... Okay. Dann... Okay. So, jetzt ein bisschen entstauben von den Haaren, weil jetzt ist gerade der Katze wieder runtergesprungen. Okay. Das ist jetzt halt nicht gut. Das ist ein sehr hoher Schaden, den jetzt gerade meine Lea bekommt. Bisschen heilen. Okay. Nächste Runde. Jetzt sind es wieder die gleichen. Okay, der erste ist erledigt. Jetzt tun wir gleich vorsichtshalber tanken. Machen wir uns unsichtbar. Ja, man merkt schon, dass die jetzt langsam fängt es richtig interessant an. Greift euch an Fives an, der kann gut kontern, macht das ruhig. So, jetzt kann sie sich in der nächsten Runde gleich wieder unsichtbar machen, das ist in Ordnung. Okay. So, letzte Runde.
letzte Chance. Jetzt haben wir mal was. Jetzt haben wir Greedo. Greedo ist gefährlich, und aber sie sind beide gefährlich. Aber der erste. Jetzt weicht der Idiot auch nach Haus. Entschuldigung. Jetzt machen wir uns unsichtbar. Dann. Jetzt haben wir den Greedo schon mal erledigt. Okay. Jetzt tun wir uns heilen. Dann Resistenzen erhöhen. Und jetzt wollen wir den ersten erledigen. Jawohl, der ist down. Okay. So. Müssen wir anschauen. Genau. Jetzt hat tanken gleich, damit der Schaden alles auf ihn geht. Der kann den Schaden noch gut verkraften. So, der nächste ist erledigt. Okay. Jawohl, der Schaden ist okay, ging auf alle. Das ist in Ordnung. Solange jetzt keine... sehr gut. Jetzt haben wir nur noch den IG-88. Das sollte jetzt eigentlich relativ fix gehen. Das war's. Die letzte Runde wird wahrscheinlich jetzt richtig knackig werden. Poggle-Eye, einen Splitter haben wir bekommen. Weiter geht's. Sehr schön. Wir bekommen die Rose Tico, auch ein Charakter, den ich definitiv nicht brauchen werde. Also ich wüsste jetzt nicht, für was ich sie einsetzen könnte, aber den einen Splitter nehmen wir trotzdem mit. Aber gefarmt werden wird sie zu 90-99% eher nicht. Nur dieses 1% lasse ich mir offen. Ja, jetzt machen wir jetzt einen Spaß. Das ist zwar natürlich jetzt ein absoluter Overkill, wir machen es mit ihm hier. Mit einem Ausrüstungsstufe 13 Jedi Ritter Revan. Ich könnte den jetzt allein in diesen Kampf schicken und der wird den sowas von schnell beenden, aber wir gönnen uns jetzt diesen Spaß. Weil ich könnte es zwar auch ohne ihn schaffen, aber das ist jetzt viel einfacher. Und zwar als erstes, zu den Fähigkeiten, das sind verdammt viele Texte. Das werde ich jetzt definitiv nicht durchgehen, das machen wir zu einem anderen Zeitpunkt, weil da haben wir so viel Text, allein das hier. Da bin ich die nächsten 5 Minuten beschäftigt, so, Leute, mache ich nicht, sorry. Wichtig ist jetzt diese Fähigkeit, dass wir Schaden auf alle und erledigt gleich des kompletten Trupp. Boom, erledigt. So, jetzt werden wir jetzt erstmal hier. Erledigt jetzt einen. Jetzt erledigt jeder Ritter den zweiten. Man muss auch dazu sagen, ich habe den bei einem anderen Account doch relativ gut gemoddet. Jetzt machen wir wieder gleich alle auf einmal platt. Ich habe gesagt, das ist ein absoluter Overkill. Sage ich euch ganz ehrlich, das ist ein Overkill, was ich da gerade gemacht habe. So, wir greifen an Greedo an. Ich erledige an. Dann tun wir gemeinsam angreifen. Erledigen Boba Fett. So, und jetzt machen wir auch nochmal einen Overkill und das war's. So. Overkill ohne Ende. No, sollte man nicht machen, aber in diesem Fall habe ich mal gesagt, nee, machen wir es ausnahmsweise. So, sie wird definitiv nicht gefarmt. Wenn ich Splitter bekomme, ist in Ordnung, aber sie wird wahrscheinlich noch nicht mal freigeschaltet. Selbst wenn ich 330 Splitter bekommen würde, wird sie nicht freigeschaltet werden. Absoluter Schrottcharakter, den man eigentlich nicht braucht. Im Spiel, meine ich. Vom Film her muss ich sagen, kann ich sie jetzt ehrlich gesagt nicht einschätzen. Meiner Meinung nach war sie etwas zu hoch gepusht, aber dieser ganze Hate, den sie bekommen hat, die Schauspielerin und alles,
fand ich jetzt etwas übertrieben. Okay, das war das mit... Jetzt haben wir Stufe 4 auf Hart. Halt, eine können wir noch kaufen. So, jetzt sind wir hier auf Stufe 4 Hart fertig. Jetzt können wir auf Stufe 5. Das geht erst, erfordert Spielerstufe 43. Da kommen wir jetzt noch nicht weiter. Das heißt, wir werden in einer der nächsten Folgen werden wir die Cantina-Kämpfe weitermachen, weil ich will hier hinkommen, an eine der an die vorletzte Stufe. Da müsste normalerweise Kylo Ren unmaskiert sein. Schauen wir nach. Normal müsste der auf diese auf, suchen. Ne, auf 3F ist er. Auf 3F. Also ich muss die Cantina bis zu 3F durchzocken, damit ich ihn freischalten kann. Genau, das muss ich machen. Und das werde ich jetzt dann auch machen, so bald wie möglich. Aber erst, wenn der Geonosianische Rat auf 4 Sterne ist. Und dann hole ich mir Kylo Ren auch gleich auf 4 Sterne. Und dann werde ich es wahrscheinlich abwechselnd farmen, sodass der 5, 6 bis zum 7, 7. Stern dann ist. Gleichzeitig kriege ich ja auch das Schiff von ihm, vom Kylo Ren unmaskiert. Und das ja natürlich auch in der Anfang ein sehr guter Breaker ist. Gerade in der Anfangszeit, später dann eher nicht, aber gerade in der Anfangszeit ist das ein sehr wichtiges Schiff. So, meine Freunde. Wir sind für heute fertig. Wir haben alles erreicht, was ich erreichen wollte. Kämpfe der dunklen Seite stehen natürlich jetzt demnächst an und die Cantina-Kämpfe stehen an. Und bald schon steht an der Galaktische Krieg, dass wir da vorankommen, das steht dann auch an. Genau. Ich bin aktuell bei der Trupparena auf Rang 32. Das ist in Ordnung. Solange ich mich unter die ersten 50 halte, ist das für mich sowas von perfekt, weil dann bekomme ich 650 plus 150 Kristalle. Superklasse. Ein sehr gutes Ergebnis, dann kann ich dreimal refreshen, ohne dass ich was verliere an Kristallen. Und das ist genau das Richtige. Ich will jetzt noch ein bisschen farmen gehen. Count Dooku kann noch was vertragen. Da habe ich noch ein paar Kämpfe offen. Ich will ihn will ich auch so schnell wie möglich auf 7 Sterne haben. Absolut wichtiges. Wichtiger Charakter für mich. Genau. So, meine Freunde, ich werde jetzt an dieser Stelle das Video beenden. Ich werde jetzt noch ein bisschen, wie gesagt, die restliche Energie, die ich habe, noch farmen. Und dann würden wir uns beim nächsten Mal, dann machen wir dann weiter mit der Kämpfen der dunklen Seite und Cantina. So, meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich darf euch in einem neuen Video begrüßen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ein Abo und die Glocke aktivieren wäre natürlich super klasse und ich würde mich tierisch drüber freuen. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao, Servus. Und natürlich möge die Macht mit euch sein.